Herzlich willkommen. Wir melden uns heute aus dem Hofmanninger Stadion in Bad Wimsbach zur ersten Doppeltest-Spieltagskonferenz hier bei Wildpark TV. Absolute Premiere. Zwei Tests an einem Tag über die vollen 90 Minuten und beide Spiele haben einen direkten Zusammenhang. Die Ansage von Christian Eichner war nämlich folgende. Beide Spiele nicht verlieren und zu null bedeutet morgen früh kein Training, kein Auslaufen, Frühstück und ab in den Bus. Bekommen wir auch nur einen Gegentreffer, bedeutet das Minimum Auslaufen. Und jetzt kommt's, wird eins der beiden Spiele verloren, Kraft-Zirkeltraining des Todes. Das war der Deal, schauen wir es uns an. Da beide Teams heute in unserem wunderschönen neuen blauen Heimtrikot gespielt haben, nennen wir das erste, das gegen den FSV Zwickau zum Einsatz kam, kurz Team Gondorf und das zweite, das später gegen St. Pölten kickte, Team Wanizek. Einfach nach unseren beiden neuen Kapitänen, die Eichner vor dem Spiel bekannt gab. Jerome, was bedeutet dir die KSC-Kapitänsbinde? Ja, erstmal Dankbarkeit, in das Vertrauen in meine Person, dass das Trainerteam sowie auch die Mannschaft, die mich dann in den Mannschaftsrat auch gewählt hat, mir da einiges entgegenbringt. Und ich muss jetzt versuchen, das zu rechtfertigen auf eine Art und Weise. Es ist für mich was ganz Großes, beim KSC als Kapitän auflaufen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir eine gute Saison haben werden, wo wir geschlossen. Und da braucht es nicht nur einen Kapitän, sondern braucht es immer 11 Kapitäne auf dem Platz. Das ist sowieso die Devise, arbeiten und uns die Saison selbst erfolgreich gestalten. Jetzt geht's aber erstmal um die Gestaltung des kommenden Morgens. Team Gondorf legt vor und wie? Ecke, Lorenz und in der Mitte lauert Lukas Fröde. 8. Minute schon der zweite Treffer von ihm in der Vorbereitung. Den ersten könnt ihr, wenn ihr wollt, euch hier gegen den FSV Frankfurt anschauen. Wir springen in die 21. Minute, der neue Kapitän am ruhenden Ball. Alle erwarten die Hereingabe, aber Gondorf spielt raus auf Rabold. Die Flanke kommt auf, geht er verlängert auf Dinger. Wer hatte sich noch gleich unter dem letzten Testspiel gegen LASK ein Malik Batmaz Interview gewünscht? Bitteschön. Die ersten 20 Minuten sehr ordentlich, haben den Ball viel laufen lassen, dann auch den Gegner halt so mit. Und die letzten 10 bis 15 Minuten war es ein bisschen kritisch von uns, haben dann nur lange Bälle versucht zu schlagen, sind dann nicht mehr richtig in die Zweikämpfe reingekommen. Aber so richtig gefährlich wurde Zwickau dadurch nicht. Bis auf diesen Distanzschuss von Wilms passierte im ersten Durchgang nicht mehr viel. Ich gebe ab zu meinem Co-Kommentator Fabian, der kommentiert für euch die Partie zwischen Team Wanizek und dem SKN St. Pölten. Ja, danke Fabian, wir sind hier immer noch im Hofmanninger Stadion, nur gut eine Stunde später. KSC-Cheftrainer Christian Eichner brachte gegen den österreichischen Erstligisten 11 frische Kräfte und musste zunächst das hier ertragen, eine Ecke von Pölten. Bormuth und Kobalt in der Innenverteidigung und auch Philipp Hofmann hilft im Zentrum. Ecke kommt, Kuster lässt den Ball kurz abtropfen, genau vor die Füße des Gegners und Kofi Schulz drückt ihn über die Linie. Oh, 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 das bedeutet jetzt mindestens Waldlauf für den kommenden Morgen. Natürlich vor dem Frühstück. Will Team Wanizek den Kraftzirkel jetzt verhindern, muss mindestens der Ausgleich her. 17. Minute, Kota sucht in der Mitte Juricin, doch der Pass kommt nicht an. Weiter geht's. 35. Kota versucht's alleine, wieder geblockt. Vielleicht klappt's ja wieder mit einem ruhenden Ball. Kapitän Wanizek. Es bleibt beim knappen Rückstand zur Halbzeit. Fabian, wie läuft's bei Team Gondorf? Ja, danke Fabian, hier ist nicht mehr so viel los. Wir sind schon in der 73. und hier hält Gersbeck alles, was auf sein Tor kommt. Tor für Team Wanizek. Ich gebe ab zu Fabian. Da ist er, der Ausgleich. Juricin, der Torschütze. Wir schauen uns die Entstehung an. Kota steckt durch zu Hofmann und der sieht Juricin in der Mitte. 1:1, 54. Spielminute. Und ich habe neue Informationen von der Bank bekommen. Eichner hat in der Pause den Deal geändert
und den Waldlauf gestrichen, wenn Team Wernicek das Ding noch dreht. Und wie die drehen hier in Halbzeit 2. Hofmann, das war schon fast die Führung. Fabian, bei dir schon Schluss? Na, noch nicht ganz. Wir sind schon in der 81. Minute. Zwickau kommt. Zwickau will's noch mal wissen. Zwickau will, dass der KSC morgen laufen muss. Doch Gersbeck hat sowas von keinen Bock auf den Wald. Das war die letzte große Chance der ersten Partie. Malik, zufrieden? Irgendwann mit der Zeit sind wir dann gut ins Spiel reingekommen, haben den Ball wieder laufen lassen, haben wieder Kontrolle über das Spiel gebracht und ja. Und dann haben wir das 1-0 dann souverän runtergespielt und das war's. Team Gondorf hat also geliefert. Jetzt schauen alle Augen auf Team Wernicek. Fabian, geht da noch was? Natürlich, Fabian, ich sag nur drei Worte. Pressing, Pressing, Pressing. Wie hier. Wernicek erobert früh den Ball und dann geht schnell über Churicin. Kein Abseits. Und er revanchiert sich für die Vorlage an Hofmann. Philipp Hofmann, 2-1 Spiel gedreht. Die lange Nase für den Waldlauf. Und die, die da jubeln, sind übrigens nicht nur unsere mitgereisten Schlachtenbummler, sondern auch Team Gondorf, die natürlich in voller Stärke auf der Tribüne mitgefiebert haben. So, einen haben wir noch. Ein Abschiedsgeschenk aus dem Trainingslager. Churicin mit Vollgas Richtung gegnerischer Kasten. Sieht wieder Hofmann, doch das wäre dann auch zu viel des Guten gewesen. Jerome, welches Spiel hat dir besser gefallen? Ich glaube, fußballerisch war das zweite deutlich besser, gerade auch mit der zweiten Hälfte. Ich glaube, wir haben es geschafft, frühe Balleroberungen zu kreieren und dementsprechend auch uns schöne Chancen herauszuarbeiten. Und ich glaube auch, dass der Sieg in beiden Spielen okay ist. Und ja, wie gesagt, vom Anspruch und wie der Spielverlauf war, das zweite war ein bisschen besser. Das Trainingslager war erstmal geil, war auch aber sehr intensiv. Mit der Mannschaft, mit der Truppe ist es generell sehr spaßig, sag ich mal, weil das geile Typen sind. Es war eine sehr angenehme Zeit hier. Wir hatten viel Ruhe, konnten sehr konzentriert und intensiv an unseren Trainingsinhalten arbeiten, an dem, wie wir Fußball spielen wollen die Saison. Und von dem her glaube ich, dass heute mit 2 Siegen der perfekte Abschluss war. Der perfekte Abschluss, also das 1-2 gegen St. Pölten. Morgen geht's nach dem Frühstück also direkt in den Bus zurück nach Karlsruhe. Ganz ehrlich, es wird auch Zeit. Ich glaube, ich habe Lagerkoller und fange schon an, mit mir selbst zu reden. Am Wochenende gibt's noch das große Fazit hier auf Wildpark TV mit längeren Interviews und noch ungezeigten Szenen hier aus Oberösterreich. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt den Abo-Button und die Glocke. Tschüss, euer Fabian.